Feathers floating in the air. Du hast jetzt ein Intro erwartet, oder? Ich habe auch eins erwartet, aber ich dachte mir so, okay, komm. How about ein. Wie nenne ich das jetzt? Ja, nennen wir es mal so. Updates. Es ist nämlich wieder ein Monat hin, seit das letzte Video rauskam auf meinem Kanal. Und ja, da ist natürlich jede Frage angebracht. So, was ist jetzt? Du wolltest ja starten, so, was ist daraus geworden? Ja, ich erzähle euch jetzt mal die Story. Und zwar fing es so an. Ich bin krank geworden. Also, ihr euch ist ja immer aufgefallen, dass es von einem Tag auf den nächsten direkt zack, Winter, kalt. Es schneit mittlerweile. Mittlerweile liegt jetzt auch Schnee. Finde ich gut, sagen wir zum Thema Klimawandel, dass jetzt auch der Schnee mal pünktlich da ist, meiner Meinung nach. So, denk ich mir auch so, why not? So, you know what I'm saying? Ja. Also, wo war ich? Ich war krank. Ich lag mit 39 Grad Fieber im Bett und war zu nichts zu gebrauchen. Ja. Ich dachte mir, in der Zeit könnte ich ja schon mal ich hatte nämlich einen Part vorproduziert. Das ist der, den ihr jetzt auch gleich sehen werdet. Den habe ich bereits vorproduziert. Ich wollte mich da schon ans Schneiden setzen, aber ja, ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Ich hatte Probleme im Schneideprogramm. Und zwar liegt es daran, also ihr habt es im letzten Part vielleicht auch schon gesehen, dass vom einen Video auf den nächsten die ganze Art des Videos auf einmal sich verändert hat. Sei es, ja, dass es asynchron war an ein paar Stellen, was mich auch sehr gestört hat, weil ich möchte ja auch Videos machen, wo man auch quasi, die man sich auch reinziehen kann, ne? So, ich mache ja nicht umsonst 30 Minuten Videos, damit sich das keiner anschaut, ne? Das soll ja auch unterhaltsam bleiben und das soll auch anschaubar sein. Das Problem hatten wir schon sehr oft auf diesem Kanal. Ja, dann kam halt die Frage so, ja, was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt die Alternative? Welches Programm soll ich jetzt nutzen? Ja, dann kam ich auf den Punkt, ja. Ich chill jetzt mal eine Woche und frage mal die Community. Wo habe ich die Community gefragt? Auf WhatsApp, richtig. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, auch eine WhatsApp-Community-Gruppe, das ist auch eine neue Funktion. Da poste ich immer die wichtigsten Updates rein. Wie läuft es gerade bei mir? Was gibt's so? Also das, was ihr jetzt hier seht, seht ihr eigentlich als Audio in der WhatsApp-Gruppe, wenn ihr da drin seid. Ja. Wenn ihr möchtet, kann ich auch einen Link reinmachen, aber dazu komme ich eh später, ne? So. Okay. Problem Schneideprogramm. Erst bin ich auf Premiere Pro übergegangen. Das ist aber ein recht komplexes Programm. Also jeder benutzt es für jeder YouTuber. Also ich denke mir so, wow, okay. Ich habe ziemlich spät damit angefangen. Der Lode hat es mir damals auch schon empfohlen. Nur war halt das Ding, ich war halt zu faul, mir jetzt Gedanken zu machen, ja, okay, wie komme ich jetzt am besten, komme ich am besten mit dem Programm klar. Es gab ja immer einfache Alternativen wie Movie Maker, Camtasia, aber die Möglichkeiten sind mir alle mit der Zeit weggegangen. Movie Maker ist tot, ist seit Jahren tot. Ein Wunder, dass ich da noch rangekommen bin über die Zeit. Camtasia ist mir nur noch weggecrashed, deshalb bin ich ja auch übergegangen von Part 3 auf 4, dass ich dann das Schneideprogramm gewechselt habe. So, jetzt kommen wir aber zur Premiere. Und zwar war das die Audio asynchron. Das war, hat gespackt. War nicht, also, wenn das Video und der Ton in zwei verschiedenen Sachen abläuft, dann das würde sich keiner angucken. Kein Schwein würde sich das angucken. Brauche ich auch nicht viel zu sagen jetzt, ne? Egal. So. Das war jetzt die eine Sache. Ich habe ihn jetzt auf ein anderes Programm ausgewichen. Das hat mir ein Kollege empfohlen. Und mal Grüße an dieser Stelle. Die Person wird sich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Grüße. Und zwar zu Shotcut. Das ist ein recht, ist auch so ein ähnliches Programm, was die Komplexität angeht, aber einfacher und kostenlos. Also perfekt für Einsteiger, sage ich jetzt mal. Ja, gerade wo ich das jetzt hier aufnehme, da bin ich gerade noch am Schneiden. Und ja, dass ich das schon aufnehme und zeige, es sieht gut aus. Also, ja, ich freue mich, dass ich heute vielleicht noch am Sonntag, den 18.12., noch ein Video raushauen kann. Weil sonst geht das auch wieder unter und das wollen wir alle nicht. Ne? Ja, so. Punkt 2. Social Media. Oder Punkt 3. Ne, wir sind jetzt mal Punkt 3. Social Media. Und zwar habe ich über die Zeit ein paar neue Sachen eingerichtet. Wie vorher erwähnt, die WhatsApp-Gruppe. Die ist am längsten da. Das ist noch das ist auch der aktivste Raum so. Ja. Was noch? Ein Instagram-Channel. Und zwar heißt der so wie mein Ad auf YouTube. Und zwar IA Let's Play. Könnt ihr abonnieren. Könnt auch da mal Fragen stellen, wenn es welche gibt.
Da wird auch ein Link auch drin sein für die WhatsApp-Gruppe, denke ich mal. So werde ich das dann machen. Und was wir auch jetzt neu haben, was auch richtig geil ist, finde ich, ist dann ein Discord-Server. Ja. Und zwar habe ich einen Community-Discord-Server erstellt. Ist jetzt nicht der erste, aber ich hoffe, es wird der letzte sein. Weil da ist jetzt auch, steckt jetzt auch am meisten Liebe drin. Das hat auch ein One-Click-Verifizierungssystem. Heißt, du musst einmal draufklicken, dann kannst du deine Channel sehen. Es ist einfach nur dafür, es hat einfach den Zweck, dass ich einfach keine Spammer auf dem Server haben will. Ich will nicht Leute drin haben, die irgendwie Werbung spammen, die für 2 Minuten auf dem Server sind, sich kein bisschen mit dem befassen, was da passiert und so. Das will ich mir gar nicht antun, deswegen habe ich das System reingemacht. So. Und ein Vorteil für die, die in der WhatsApp-Gruppe sind, das wissen die auch selber nicht, die in der Gruppe sind. Ja, mal gucken, wer das Video sieht, wird sich freuen aus der Gruppe. Und zwar hat man da eine Möglichkeit, ein Mod bei mir zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, da die meisten, die in der WhatsApp-Gruppe sind, auch 4 Dicker mit mir sind, weißt du? Und ich denke, es wird auf jeden Fall spaßig, denn kommen wir zum nächsten Punkt. Ab Freitag kommt der erste Stream wieder. Ich fange wieder an zu streamen. Und zwar, ja, Freitag, ich denke mal später abends rum, weil ich bin da noch arbeiten und ist schon, wir sind ja in der Weihnachtszeit, wir haben jetzt den 4. Advent. Und ja, und ich habe bis jetzt noch nichts gestreamt, obwohl ich gesagt habe, ich streame, und das mache ich schon seit 2 Jahren, deswegen wird so langsam Zeit. Und ich fange auch direkt dann mit dem nächsten Live-Projekt an, was auch wild werden wird. Und zwar wird das Spiel Life is Strange sein. Von vorne bis hin wird das durchgespielt. Danach geht es direkt weiter und dann schauen wir, wie wir das machen. Ja. Der Stream wird auf Twitch stattfinden. Der Link wird auch in der Beschreibung sein. Alles, was ich jetzt erwähnt habe, wird auch in der Beschreibung zur Verfügung gestellt sein. Sei es der Discord-Server, sei es die WhatsApp-Gruppe, sei es mein Instagram-Channel. Es wird alles in der Beschreibung sein. Ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch und einen Kommentar. Was haltet ihr davon? Ich glaube, ich werde das hier auch jetzt runtergekartet, auch jetzt mehrere Videos einblenden, damit ihr alle Bescheid wisst, was gerade so hier abgeht. Ja. Wie gesagt, ja, ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch, einen Kommentar. Und ein Abo, falls du noch nicht abonniert hast. Ist kostenlos, kostet nichts. Sind hier nicht auf gewissen anderen Seiten unterwegs, sondern hier auf YouTube. Broadcast yourself, broadcast your style, I don't know. Und ja, ich würde dann sagen, weiter geht's zum Part. Viel Spaß und haust rein.